Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube. Ich bin Westersborg und herzlich willkommen zum ersten Abonnenten-Gameplay auf unserem Channel. Und zwar Newtes Team Deathmatch vom Smokey. Er heißt TEH oder T-Smokey, aber ich nenne ihn einfach nur Smokey, weil mir dieses TEH so ein bisschen zu Mainstream ist. Ja, diesmal Team Deathmatch auf der Map Firing Range. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es ein Black Ops Gameplay und deswegen heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu unserem ersten Black Ops Gameplay. Werden in Zukunft noch mehr folgen und ja, der Smokey macht hier mal den Anfang. Deswegen natürlich noch kein Überscore, aber für Team Deathmatch ist es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und er spielt hier mit der AUG und dem Doppelmagazin und als Perks Geist, Flinkheit und Ninja. Ja, als Killstreaks auf der 5 der Napalmangriff, auf der 7 die Cobra und auf der 9 der Chopper Gunner. Ja, ich bin relativ gut gelaunt, nicht nur weil Ferien sind, sondern meine Freunde, Hapak hat einen Patch rausgebracht. Jetzt funktioniert die ADPVR wieder ohne Probleme. Ich kann jetzt zocken und aufnehmen gleichzeitig ohne irgendwelche Bugs etc. Deswegen, da ist extra so ein Treiber rausgekommen, der sich zum Teil wirklich nur mit diesem Problem auseinandergesetzt hat. Und ja, jetzt kann ich alle meine Pläne in die Praxis umsetzen. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes mal als erstes mache. Battlefield habe ich auch schon ein kleines Gameplay, wird auch noch bald anfangen. Ja, die Battlefield-Serie auf unserem Kanal. Hauptsächlich laden wir halt natürlich Shooter hoch, vielleicht ab und zu mal so ein kleines Gameplay zwischendurch, vor allem was anderem, aber nur ganz, ganz, ganz selten. Ja, des Weiteren bin ich noch gut gelaunt, weil ich ab Mittwoch im Urlaub bin. Ja, ihr habt richtig gehört, ich lade dieses Gameplay jetzt am Montag, denke ich mal, hoch, also 2 Tage nach dem letzten. Und am Mittwoch, kurz bevor ich in Urlaub fahre, starte ich doch bei den Upload, oder so, dann lade ich halt das Gameplay auch noch hoch, was ich noch als nächstes bringen werde. Das ist ein schönes Live-Commentary. Naja, schön ist noch eine Sache, da wird noch drüber entschieden. Aber, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich denke mal, aus dem Urlaub werde ich vielleicht auch noch irgendwas live machen. Vielleicht werde ich irgendwas filmen aus dem Urlaub oder so. Nein, mich nicht selber. Ich mache keine Vlogs und oder Vlogs, keine Ahnung, wie der Shit heißt. Und vielleicht mache ich auch ein Commentary einfach so, dass ich mir vielleicht ein Gameplay auf dem Handy ziehe und dann, was weiß ich, abends vom Hotelzimmer irgendwie das kommentiere. Keine Ahnung, Laptop oder sowas habe ich nicht, nehme ich auch nicht, natürlich nicht mit. PS3 sowieso auch nicht, denn man kann gut auch mal eine Woche aufs Zocken verzichten. Ich spiele ja so schon genug. Und ja, jetzt verrate ich mal eben kurz, um euch ein bisschen neidisch zu machen. Ja, ich fliege nach Dubai, meine treuen Abonnenten und Freunde. Ja, nein, also jetzt kommen vielleicht ein paar Kommentare. Bonze, wie viel Geld hast du? Oder deine Familie wohl eher gesagt. Aber nee, das war mal so ein Angebot bei unserer Tageszeitung. Und deswegen ist das so ein, auf jeden Fall relativ günstig für Dubai. Eine Woche bin ich halt da und danach wird auch wieder richtig schöne Basher-Gameplays oder so werden dann rausgehauen. Black Ops auch noch. Ich habe auch noch 2 Black Ops-Gameplays im Moment auf Lager. Ich kann noch mehr aufnehmen. Nur das Problem ist jetzt, das Einzige, was den ganzen Gameplays, die ich in Zukunft mache, mir noch im Wege steht, ist mein mangelnder Festplattenplatz. Ja. Ich habe irgendwie nur so wenig. Ich muss mal meinen ganzen PC entmüllen. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Okay, ich habe auch noch eine externe Festplatte mit einem Terabyte. Aber ich frage mich, ob das überhaupt so gut geht, direkt auf die Festplatte aufzunehmen. Denn dann habe ich irgendwie Angst, dass die Festplatte, ja, weil die ja über das USB verbunden ist, dass es nicht schnell genug ist. Und deswegen das irgendwie so am Laggen ist. Aber zur Not mache ich es einfach so, ich nehme Gameplays auf. Und dann am Ende jeden Tages oder jeden zweiten Tages packe ich alle Gameplays, die ich aufgenommen habe, auf die externe und lösche die dann wieder vom PC. Dann kann ich zwar auf PC aufnehmen, aber speichere es dann auf der externen, dann geht das so in den Platz auf jeden Fall klar. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz kleine Sorge. Was ich jetzt hier noch sagen wollte, er räumt hier mit dem Chopper Gunner richtig auf. Also Firing Range ist ja sowieso eine richtig geile Map. Als ich Black Ops am Anfang bekommen habe, habe ich die gehasst, diese Map. Ich weiß auch nicht, warum ich die so scheiße fand, aber jetzt mittlerweile mag ich die auch richtig gerne. Und für Team Deathmatch ist das schon, geht das schon klar.
Ja, leider hatten die Gegner hier eine Strela 3, also diese Stinger aus Black Ops dabei, und haben ihn abgeschossen. Sonst hätte er vielleicht noch mehr Kills gemacht. Ja, okay, zwischendurch fällt er ein bisschen. Ich kann ihn jetzt vom Skill noch nicht so einschätzen. Ich habe einmal mit ihm bisher zusammen gezockt. Da hat er eigentlich relativ guten Score jetzt in den MW3 jetzt diesmal. Aber ich denke mal, weil er in Black Ops auch noch nicht so erfahren ist, ist das natürlich nicht so ungewöhnlich, dass er da jetzt nicht so einen Überscore hat, was weiß ich, wie Elotrix oder sowas. Ja. Sag einfach mal, Übung macht den Meister. Black Ops zocke ich auch ab und zu jetzt noch. Battlefield 3. Also ich zocke wirklich alles durcheinander an Shootern, was ich im Moment habe. Wollte mir auch noch World at War kaufen. Kann ich natürlich jetzt machen, wo ich die JADPVR zum Laufen gebracht habe. Werde ich natürlich aber erst machen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, weil ich, ja, im Moment. Sonst würde das ankommen, wenn ich nicht da bin. Naja. Ich hoffe, das schnelle Gameplay hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt dem Smokey einen Gruß im PSN oder so und abonniert unseren Kanal, wenn es ihr noch nicht gemacht habt oder wenn es, ja, euch gefallen hat. Bis demnächst.